Das ist eine verdammt helle Stirnlampe. Schön, dass ihr da dabei seid bei einem neuen Taschenlampenvideo von mir. Heute geht es um die OLED Perun 2. Das ist eine Stirnlampe, nicht irgendeine. Sie ist auch jetzt rein von der Box her wahrscheinlich auch gar nicht so klein, wie man es von einer Stirnlampe gewohnt ist. Denn dieses Teil hat 2500 Lumen. Und das ist im Prinzip schon viel mehr als ganz, ganz, ganz viele stinknormale Taschenlampen. So sieht das gute Stück aus. Und hier haben wir auch schon die zwei wichtigsten technischen Daten. 166 Meter weit leuchtet das Ding. Das bedeutet, auch das ist eine Taschenlampe, die leuchtet vor einem Vielfläche aus und nicht auf Distanz, was bei einer Stirnlampe natürlich echt Sinn macht. Und sie hat, wie schon gesagt, höchstens 2500 Lumen. Hier auf der Rückseite haben wir alle anderen technischen Daten. Am besten ein kurzes Video passieren, wenn ihr euch das genau durchlesen wollt. Für mich der wichtigste Modus, also insgesamt gibt es ja 5, ist der Turbo-Modus, wie für viele andere wahrscheinlich auch, mit 2500 Lumen. Das schafft die Lampe allerdings nur 2 Minuten lang, dann drosselt sie auf 800 Lumen und leuchtet nochmal 175 Minuten. Das liegt einfach daran, dass sie bei 2500 Lumen sich sehr schnell sehr stark erwärmen wird und dann muss sie einfach mit der Leistung runtergehen. Was auch noch ganz interessant sein könnte, der Low-Modus oder der Moon-Modus, das ist sozusagen ein kleines Notlicht mit 30 bzw. 5 Lumen, da hält sie dann 66 Stunden bzw. 12,5 Tage. IPX8 zertifiziert ist das gute Stück, sehr, sehr gut und 1,5 Meter sturzresistent bedeutet, wenn man die Lampe aus 1,5 Metern fallen lassen sollte, dann sollte der Lampe theoretisch nichts passieren. Ich beginne jetzt auch schon mit dem Auspacken. Ganz klassische weiße OLED-Box. Hier auf der Seite wird das Ganze mit Magneten gehalten. Hier, wie es jetzt bei den neuen Produkten so ist, werden wir begrüßt, je nachdem, ob man es mag oder nicht. Ich weiß nicht, aber hier haben wir noch einen Quick Start Guide. Die Lampe ist jetzt auf den ersten Blick kleiner als erwartet. Also ich dachte, die ist noch größer. Für eine Stirnlampe immer noch riesengroß. Was haben wir hier drinnen? Einmal das Ladekabel, das magnetische von OLED. Wie ich es immer dazu sage, ich habe kein Problem, dass OLED hier einen eigenen Magnetanschluss fürs Laden verwendet. Überhaupt kein Thema. USB-C mit wasserdicht und so ist so eine Sache. Aber USB-A... Ich weiß, das ist auch so ein Streitthema, aber ich hätte so gern USB-C. Also ich hoffe, irgendwann ist es soweit. Dann haben wir hier nochmal ein Lanyard. Ansonsten ist hier nichts mehr drinnen. Hier natürlich die Lampe und da unten haben wir noch mehr Zubehör. In der zweiten Box haben wir ein bisschen Altpapier bzw. Bedienungsanleitung und natürlich das Stirnband selbst. Was ist das Beste beim Auspacken von neuen Gadgets? Natürlich die Folie. Perfekt. Hier ist das Starter Show. Das Teil ist fast komplett schwarz. Wir haben um die LED rundherum diesen klassischen blauen OLED-Ring. Beim Einschaltknopf ist er auch. Aber ansonsten alles aus Aluminium, alles schwarz. Hier steht einmal OLED drauf, der Name von der Lampe plus Seriennummer. Auf der Unterseite einmal der magnetische Ladeanschluss. Da klippt man das Ganze eben dran und schon wird die Lampe aufgeladen. Hier haben wir einen Metallclip, den kann man auch runternehmen, wenn man möchte. Und ansonsten ist an der Lampe eigentlich nichts dran. Hier der Griff ist auch nicht gummiert oder so. Macht natürlich bei der Stirnlampe Sinn. Aber man kann diese Lampe natürlich auch einfach so verwenden. Denn man schaltet sie ein und schon ist es im Prinzip wie eine normale Taschenlampe. Nur dass sie eben den Vorteil hat, dass man sie auch als Stirnlampe nutzen kann. Für alle, die sich fragen, muss man diesen Metallclip runternehmen, wenn man das Ding als Stirnlampe nutzt? Wie man sieht, nein, muss man nicht. Ich würde es aber empfehlen, denn dadurch wird dieser Gummi nur noch mehr gedehnt, was nicht gut für die Lebensdauer ist. Es passt zwar rein, ich würde es aber wirklich runternehmen. Ansonsten, die Halterung hält die Lampe wirklich sehr, sehr gut. Mein einziges Bedenken bei so weichen Gummis, am Anfang alles tadellos, wenn man diese Lampe wirklich mehrere Jahre haben sollte, dann wird das alles natürlich irgendwie spröde. Kann ich mir vorstellen, dass es dann da irgendwo reißt. Das heißt, hoffen, dass es da später noch Ersatzteile gibt, falls das ein Problem sein sollte. Diese Lampe hat außen keine LEDs. Das bedeutet, Akkustand, wovon ich absolut kein Fan bin, wird hier wieder über Vibrationen kommuniziert. Also die Lampe vibriert einmal, zweimal, dreimal, viermal, je nachdem wie voll der Akku ist beim Einschalten. Und wenn sie leer wird, dann vibriert sie auch alle paar Minuten oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich da bis heute nicht aus. Bin kein großer Fan davon. Hier irgendwo kleine LEDs oder hier oben wären viel praktischer. Aber ansonsten, die Bedienung ist kinderleicht. Also einmal draufdrücken ist ausschalten, einmal draufdrücken ist einschalten und gedrückt halten. Dann zügelt die Lampe durch die verschiedenen Modis durch. Meine ist jetzt leer, das heißt, ich komme jetzt nicht in den Turbo-Modus und so.
aber den schauen wir uns dann später eh draußen nochmal an. Ich habe die Lampe jetzt auch schon ohne Kappe probiert, aber auch mit Kappe funktioniert das Ganze eigentlich überraschend gut. Natürlich, hier bekommt man einen Schatten, aber ansonsten hält die Lampe auch mit Kappe sehr, sehr gut. Was mir gleich aufgefallen ist, also man merkt das Gewicht schon. Ich habe auch eine kleinere Stirnlampe von OLED, die werde ich jetzt als nächstes dann filmen. Die wird wahrscheinlich angenehmer zu tragen sein. Aber natürlich, wenn man so eine Helligkeit haben will, dann muss es natürlich auch irgendwo herkommen und dazu braucht man nun mal Hardware. Ansonsten gibt es hier drinnen jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen von mir. Was ich noch vergessen habe, die Lampe hat hier oben einen Lichtsensor. Das bedeutet, wenn ich zu nahe mit voller Leistung irgendwo hingehe, dann drosselt sie die Lichtleistung, dass nichts anfängt zu brennen oder zu heiß wird, was auch immer. Verarbeitungsqualität ist tadellos, keine Kratzer, Lackierung ist einwandfrei, keine Bläschen, kein gar nichts. Ich hatte ja jetzt letztens eine Lampe dabei, da war das nicht so von OLED. Mit dem Modell stimmt aber wieder alles. Genug gelabert, jetzt gehen wir raus, es wird Zeit für den Leuchttest. Ich bin bereits draußen angekommen, die Taschenlampe ist voll aufgeladen und wie ihr seht, es ist auch heute wieder stockdunkel. Das bedeutet ideale Voraussetzungen, um die Taschenlampe mal auszuprobieren. Ich habe sie jetzt ganz normal in der Hand, weil es für mich leichter ist zum Filmen. Das wäre jetzt die erste Stufe und es ist eigentlich schon sehr vertraut, diese Helligkeit. Es ist jetzt absolut nichts Aufregendes. Die Taschenlampe hält halt ewig durch, für den Notfall absolut ausreichend. Es gibt ja Gott sei Dank noch weitere Stufen. Das wären jetzt 120 Lumen und das ist definitiv brauchbarer. Also auch das für den Notfall oder eigentlich auch schon normal, wenn man irgendwas macht, wo man nicht viel Licht braucht, ist es mehr als ausreichend. Und man sieht schon sehr deutlich, es geht wirklich darum, vor mir viel Fläche auszuleuchten. Es geht überhaupt nicht drum, auf Distanz zu leuchten. Dritter Modus mit 500 Lumen. Also damit kann man ja wirklich schon Höhlen oder Bergsteigen oder was weiß ich. Also für eine Stirnlampe echt enorm hell. Ich weiß, 500 Lumen sind jetzt nicht viel, aber für eine Stirnlampe extrem viel. Und dann Turbo-Modus mit 2500 Lumen. Das ist absolut nicht meine hellste Taschenlampe. Ich finde es aber so verrückt, das in einer Stirnlampe zu haben. Also hier waren wir tageshell und auch hier gerade der Baum ist ein bisschen beleuchtet, aber auf Distanz ist nichts los, das soll es auch nicht. Die 2500 Lumen täuschen vielleicht ein bisschen, also dass es gar nicht so hell ist, aber ihr könnt mir eins glauben, das Teil ist verdammt hell. Falls es von euch irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!